Dass das nicht funktioniert. So, ECW-Card. Lesnar ist, seit er im Krankenhaus war, denke ich mal, raus. Völlig tot. Da geht gar nichts. Und wir kommen zu unserer ECW-Card. Finn Balor gegen Daniel Bryan. JBL gegen Dolph Ziggler. X-Pac gegen Tanahashi. Ja, nee, ist klar. Christopher Daniels gegen Mike Quickenbush. Alter, das ist eigentlich ziemlich geil. Und Dean Ambrose gegen Taz. Boah, dieser Taz ist aber als Doppelchamp gefühlt überall. Weißt du, was wir gucken? Mike Quackenbush gegen Christopher Daniels. Das klingt nämlich mega cool. Einfach damit wir weiterhin Sachen sehen, die wir nicht so häufig sehen. Alles andere foppt mich nämlich gar nicht von der Card. Das heißt, ihr dürft jetzt voten. Vote 1 für Christopher Daniels, Vote 2 für Mike Quackenbush. Oh. So, die Frage ist jetzt, was ich vote. So, ich würde sagen, ich vote. Schwierig. Finde ich jetzt gar nicht so einfach zu voten. Alter, warum versagen immer meine Stifte in den Streams? So, ich habe mein Wort abgegeben. Wir gucken mal den Rest der Card an. Finn Balor gegen Daniel Bryan gewinnt. Daniel Bryan wahrscheinlich, weil Metzadel angegriffen hat. Jamie gegen Dolph Ziggler haben wir Dolph Ziggler als Sieger. X-Pac gegen Tanahashi gewinnt X-Pac. Das ist ja fast so schlimm, wie das Emma gegen Toyota gewonnen hat. Und wir haben Dean Ambrose gegen Taz, welches... Oh! Taz gewinnt mal. Hui! Okay, interessant. Ja, Mike Quackenbush kann sich jetzt gleich beweisen, ob die Submissions gepatcht worden sind oder nicht. Das ist wohl durchaus wahr. Wir schauen mal auf die Votes. Ach, Gott sei Dank, das Voting-Programm ist aktiv. Möchte aber sagen, dass... Ist ein bisschen enttäuschend. Was ist los hier mit der Interaktion? Wofür machen wir denn das? Fast nur 60 Votes bei über 400 Zuschauern? Oder bei 400 Zuschauern knapp? Das ist enttäuschend. Also das könnt ihr besser. Das konntet ihr immer besser. Keine Ahnung, ob ihr müde geworden seid oder sonst was. Der ist nicht Ägypter, nee. Ja, vielleicht mag er die Ägypter. Hallo. Kannst du nicht einfach sagen, dass er ein Depp ist? Das kannst du nicht sagen. Vorbeikommen, gegen mich kämpfen. Okay. Meinst du, ich gewinne nicht? Ich weiß gar nichts mehr hier. Sag mal, warum kriege ich denn jetzt meine Votes hier nicht mehr gescheit hin? Hey, was ist denn hier los, Mann? Alter, heute ist echt der Wurm drin. Es tut mir wahnsinnig leid. So. Also, ihr sagt, Mike Quackenbush gewinnt. So soll es sein. Dann schauen wir mal, was die anderen Votes sind. Chris und Freddy tippen Christopher Daniels. Der Wolf tippt Christopher Daniels. Und die Community tippt Mike Quackenbush. Das wird also interessant. Das klingt nach einem sehr interessanten Match. Und dementsprechend warten wir es mal ab. Es ist ein ganz normales Match. Christopher Daniels gegen Mike Quackenbush. Der Master of the Thousand Holes. Gegen den Fallen Angel. Oder gegen den Kistenkalle. Denn der subscribt auch zum zweiten Mal in Folge. Auch da hält die Unterstützung. Danke dir, mein Freund. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Match. Das dürfte nämlich ziemlich gut werden. Bin ich mir doch ziemlich sicher. Deswegen gucken wir es ja auch, weil die Ansetzung Quackenbush gegen Christopher Daniels ja doch schon echt ziemlich gut ist. Christopher Daniels habe ich auch 2007 privat kennengelernt. Ich mochte den damals wahnsinnig gerne, den sogenannten Mr. TNA, ja, den Fallen Angel. Hat damals... unglaubliche Matches gegen AJ Styles gewirkt, gegen Samoa Joe, war einfach ein ganz großer. Ich habe den wahnsinnig gerne gesehen. Und jetzt... Can you dig it, sucker? Was zum Teufel macht der Booker T hier? Okay.
Leute, ich bin so begeistert, dass wir jede Woche andere Zwischensequenzen sehen. Da hat sich 2K wirklich selbst übertroffen. Riesenrespekt dafür. Das muss echt schwer zu entwickeln gewesen sein. Oder damit endlich mal aufgehört wird zu heulen, well done, Jukes. Well done. Ja, der will das halt gucken, das Match. Der will halt schauen, was seine Konkurrenz so macht. Ja, und wenn du Glück hast, sitzt der nicht nur auf dem Stuhl, sogar in der Luft. Success! Für Christopher Sins böse Aktion haut er den Mike Quackenbush einfach ins Gesicht. Ne, das kann ich so nicht akzeptieren. So, das ist nicht okay. Was ist bei dir? Ist kaputt. Okay, und wegwerfen. Alles klar. Nein, ich wollte die Hose von Mike Quackenbush nicht ändern. Das stand nicht auf meiner Liste. Das ist mir auch so scheißegal, ehrlich gesagt. So, was wird das denn? Jo! Das ist mal eine interessante Form des Swinging Neckbreakers. Nicht schlecht. So, ich möchte zu gerne wissen, ob Booker T draußen sitzt. Also in der Luft, logischerweise. Ha! Und da ist natürlich Mike Quackenbush. Der bearbeitet jetzt jedes Körperteil mal wieder. So muss es sein. Mensch, Christopher Daniels. Das ist... Yo! Was für eine Standing Hurricanrana mit so einem Frankensteiner. Sehr, sehr, sehr geil. Aber Daniels kommt hier mit diesem Jawbreaker, Chinbreaker wieder zurück. Was hat denn der... Christopher hier für Moves drauf. Schöner Back-Suplex. Toll ausgeführt. Vom Fallen Angel. So will ich das sehen. Und nicht zu vergessen natürlich, ganz legendär, damals der BME, der Best Moonsault Ever. Und vielleicht sehen wir den heute. Auch das wäre ganz großartig. Aber not today, sagt zumindest Michael Cole. So, Mike Quackenbush. Wow, mit einem krassen Shoulderbreaker. Ich bin scheiße. Bloß weil du mich dauernd fragst, ob ich Zack Ryder mag. Alter. Schau mal in den Spiegel. So. Was geht hier eigentlich ab mit Christopher Daniels? Schöner, 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 schöner Neckbreaker. Direkt aufs Knie. Das muss definitiv wehtun. Quick thinking to avoid that. Und was ein Backdrop-Driver gegen Christopher Daniels. Und dann kommt direkt das Cover. One. Ja, das ist ja lachhaft. Da lacht der Fallen Angel natürlich doch nur drüber. Kommt der Dropkick von Mike Quackenbush, aber Christopher Daniels kann sich auf die Seite rollen. Einige hübsche Moves haben wir heute hier schon gesehen. Wieder ein Back-Suplex, der auch ziemlich krachend aus guter Höhe, wie er hier Mike Quackenbush auf die Matte krachen lässt. Well, like they say, Cole, timing is everything. We're looking at complete domination here. Ah, schaut euch die Technik an. Ich liebe das, wenn die sich einfach rumrollen. Und dann kommt Mike Quackenbush da in die Ringecke. Und da ist der Booker T, der sitzt und winkt. Servus, can you dig it? Hi. Und das findet der Christopher gar nicht lustig. Sag mal, Booker, wo ist denn dein Tee? Boah, der war richtig schlecht. Den hatte ich nicht mal beabsichtigt, so zu bringen, ey. Oh Gott. Und da ist Mike Quackenbush. Und der Booker denkt sich, geil. Mike, göttlich der Junge. Göttlich der Junge. So, Booker geht. Der Stuhl war eh nicht da. Oh nein, das ist der Q-Dude. Der Quackendriver auf den Hallenboden. Oh my fucking Guinness. Good night, Christopher Daniels. Und ich glaube, wenn Mike Quackenbush jetzt Christopher Daniels einigermaßen fix in den Ring zurückbringt, kann er das Match hier gewinnen. Das ist quasi richtig schlecht gebuckt, ja. Oh mein Gott. Und macht jetzt Mike Quackenbush Schluss. Na, da ist er ja wirklich. Der QT3, mein Gott. QT4, QT5, QT12. Das war's. 1, 2, 3. Und damit geht der Sieg doch tatsächlich an die Community, was die Tipps geht. Nice. Damit holt die Community tatsächlich Punkte, während wir keinen kriegen, denn wir dachten alle,
Christopher Daniels würde es machen, aber nein, the Master of the Thousand Holds, der hat's gemacht. Und in einem guten Match durchaus, wahrscheinlich war Booker T schuld. Ich denke, Christopher Daniels ist mega sauer. Booker T hat ihm den Sieg gekostet, war wenigstens ein sehr annehmbares Match. Und ich denke, das ist dann für unsere Wochenschau auch mehr als in Ordnung.